Was geht's hier, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Wickedinnen zurück bei Let's Play Yokai Watch 2 Geistige Geister. Willkommen in der Menschenwelt! Ja, da sind wir wieder. In der Menschenwelt. Wir haben alles erfüllt. Bist du in Ordnung, nicht? Du bist nicht verletzt, oder was? Mir geht's gut. Wieso rollst du gehst mit Yokai Streit, damit es wichtig ist? Na, das ist doch gut zu wissen. Es ist okay, wenn du keine Zeit hast, Nate. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Mir macht etwas Sorgen. Hilfst du mir, auf den Grund zu gehen? Albtraumenthüllung. Oh, dafür gibt's... Oh, nice. Ein heiliger Klug, Level 65, das geht sich noch aus. Wo liegt das Problem? Naja, weißt du, ich hatte diesen Traum. So viel Traum ist es wundert, dass du überhaupt Schlaf findest. Tief unter der Erde war dieser blubbernde schwarze Schleim ekelhaft. Ich kann immer wieder zurück. Am Ende gab mir das Schleimding einen Schatz. Ich brachte ihn zu einem Spiegel in einem Feld und brachte mit ein Siegel. Was? Ich verstehe selbst nicht ganz, was könnte so einen Traum auslösen? Spiegel im Feld, das muss der Schutzspiegel der Plattport-Ebene sein. Macht einiges einen Sinn, wir müssen also irgendwo tief in der Erde gehen. Da müssen wir irgendetwas Dunkles und Schlammiges finden. Und dann werden schwarze Brille zum Schutzspiegel. Scheint, als ob uns an wichtigen Informationen noch fehlen. Keine Sorge, so macht es mehr Spaß und so Nervenkitzel. Wow. Oh Mann, wo führt das noch hin? Naja, immerhin haben wir diesen Streit gelöst. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich meinte mit dem Kutter. Der befindet sich ja hier am Ende. Schon wieder eine Dose. Warum? Warum kann man die eigentlich kicken? Muss man die eine bestimmte Zeit... Muss man die des Öfteren kicken? Wo ist die jetzt? Was muss man mit der Dose machen, wenn es schon eine Möglichkeit gibt zum Kicken? Schreibt es doch in den Kommentaren, wenn ihr da mehr wisst. Bitte. Würde mich sehr darüber freuen. Was das Kicken der Dose bringt. So. Und hier. Und ist er. Da ist er. Oi, wolltest du ein Kanonenzeug schießen? Hm? Nein. Nein, was willst du? Ich dachte, wir wären Waffen, oder? Hm. Könnten da nochmal gegen ihn antreten. Aber das ein andermal. So. Ja, aber wie mache ich das jetzt mit dem Spiegel? Ich wollte jetzt erstmal was anderes machen. Es gab eine Level 60er Mission mit Shogunyan. Vielleicht sollte ich mich erstmal hierhin begeben. Dann gab es noch diese Schatzsucher Missionen. Naja, immerhin, wir konnten jetzt einige neue Yokai anwerben. Das ist schon mal was wert, schätze ich mal. Da können wir jederzeit in die Vergangenheit reisen, wie es scheint. Der braucht diesen Käfer. Ja, wenn wir schon... Wir sollten einen Blick ins Questmenü werfen und... Ich weiß nicht, ob ich das mit dem finalen Portal noch schaffen kann. Nach 18 Uhr müsste es ja eigentlich schon sein. Und wieso nutze ich nicht Portalex, wenn ich schon dabei bin? Und sollen wir noch mal zum... Ja, das ist ja nicht so eine wichtige Mission, also... war das beim Schönthaler Bädern? Ich glaube, das war beim Bahnhof zu den Schönthaler Bädern. Da gab es diese Questanfrage von Shogunyan. Aber zuerst sollte ich mal mein Team wieder ein bisschen auswechseln.
nicht speichern, komm. Ich möchte noch Glazia und Dämona reintun. Die beiden sollten erstmal eine Pause machen. So. Aber ist auch nicht schlecht, dass wir den jetzt bekommen haben. So. Ja, und ich habe beim weiteren Ziehen von Joker-Medaillen habe ich schon wieder Tante Herze bekommen. Mal ernsthaft, wie viel Glück muss ich eigentlich haben? Aber hey, da wir gerade davon reden, ich schreibe am besten, ich hoffe, ich merke es mir auch, dass ich es noch vergesse. Ich werde mein Freundescode gerne in die Videobeschreibung packen. Und dann würde ich euch bitten, wenn jemand tauschen möchte, ihr könnt mir gerne natürlich auch ein paar Joker, wie zum Beispiel Butzemon, wie heißt nochmal dieser eine Yokai, der was diese Meere entzogen hat? Keine Ahnung. Aber ihr könnt auch Fatih Blum gerne mit mir tauschen, was auch immer. Wenn ihr diese Yokai gebrauchen könnt, könnt ihr jederzeit Bescheid geben. Und dann, es würde mich schon freuen, wenn ihr, wenn ich sie mit euch tauschen könnte. Ja, Sir Berker, leider Gottes greift auch einen Freund an. Also der ist auch, der kann leider Gottes Butzemon nicht ersetzen. So, wo ist jetzt, da, Dämona. So, so passt das. So passt das mir. So. Dann sollte ich noch, wenn ich schon dabei bin, Klugeln verwenden. Oder sollte ich das? Ich soll das mal lassen. So. Ich werde ja auch an anderen irgendwie anders trainieren, oder? Na komm. So, da drüben. Da ist eine Quest. Für Shogunyan. Was benötigt er eigentlich? Wunderbar hier, einfach wunderbar. Chibane, was machst du da hier? Was hast du da an? Es ist Chibane, mein Name ist Shogunyan, seid gegrüßt. Was? Tust du so, als würdest du nicht kennen? Shogunyan? Mal gucken, cool ist... Ah, Dame, es ist Shogunyan. Hier steht, er ist ein super mega ultra starker legendärer Yokai. Er ist super ultra mega stark? Ah, die Legenden meiner Heldentaten stehen als auf eurer Schiefertafel. Also Shogunyan, bist du auf dem Weg irgendwo hin? Nein, ich habe bloß diese Züge bewundert, die durch den Bahnhof fahren. Ah, das Herz zu beruhigen und den Rhythmus der Loks einzutauchen. Es gibt kein besseres Streben für einen Samurai, der so legendär ist wie ich. Ehrlich gesagt, komm. Sie nicht sehr samurai-artig vor. Welch Zufall, seid ihr gar ein wahrhaftiger Mensch? Dann erhöre meine Bitte. Eine Bitte? Was für eine Bitte? Nun, ich hörte Erzählungen über die großen Züge, die die Welt bewohnen. Und dass man eine Fahrkarte kaufen muss, um ihren Bereich zu betreten. Aber leider besitze ich nicht eine Münze einer menschlichen Währung. So sagt mir etwas so. Mag man einen Bahnhof kosten zu betreten? Ich vermute, du bist ja auf die Idee gekommen, Geld zu beschaffen, oder? Du kannst tatsächlich probieren, eine Fallfahrkarte zu benutzen. Zu einer kannst du jeden Bahnhof betreten, ohne zu zahlen. Was für eine Wunderkarte, sag mal. Mensch, wie erlange ich eine solche? Du liebe Zahnerie, geht da jemand über. Ich flehe euch an, befinde zu viel Besitz einer solchen Karte. Ja, aber... dafür gibt's ein Schwert. Oh, du wirst dir... geben, naja, ich denke, das ist okay. Gib sie einfach so ab, nachdem all diese Stücke gesammelt hast? Das reicht fürs Befehltech. Doch, ist das okay? Ah, gewiss, ich werde sie tief in eurer Schuld. Ich werde wem tief in der Schuld stehen. Wenn ich unterbrechen dürfte, mir wird gerade etwas Witziges bewusst. Die meisten Menschen können die Yokai nicht sehen. Also, kannst du einfach ohne Karte fahren? Ich bin ein Samurai, Kodex verpflichtet als feucht den Regeln des Landes. Obgleich ihre Augen mich nicht sehen können, befolge ich stolz ihre Regeln. Das ist wirklich ein merkwürdiger Yokai. Na gut, denk dran, das ist... Leier. Ja, ich brauche sie zurück. Gewiss, ihr habt meinen feierlichen Eid, dass ich sie zurückgeben werde. Okay. Welchen Bahnhof soll ich zuerst besuchen? Anfänge sind höchst wichtig. Ich plane einen Bahnhof, der mein Glücksplatz benannt ist, zu besuchen. Existiert so ein Bahnhof? Ich habe nie genau über den Namen nachgedacht. Da gab es ja mal so einen golden leuchtenden Schnellzug, der vorbeigefahren ist. Aber ich habe mir nie getraut, den zu fahren. Weil ich wollte das euch da auch zeigen. Das war nämlich auch während meines Offscreen-Aktivitäten enthalten. Nun, ich muss gehen. Nun muss ich gehen. Weiter, um das Land der Menschen zu erkunden.
Wow, was? Ich habe jetzt eine Freifahrtkarte gegeben, aber... Was muss ich da machen? Der Preis von Eisen. Was, der Kutterkahn? Der kann unser Freund werden? Ach so. Das ist eine der abgeschlossenen Quests. Mein Gott, ich bin so blöd. So, hier die Aktiven. Die Legende am Zug. Shogunian liebt Züge. Ich habe ihn einfach geliehen, damit er Züge Menschenwelt sehen kann. Sein erster Halt ist ein Bahnhof, der nach Glücksplatz benannt ist. Von wo aus soll das jetzt sein? Ach, ein Glücksplatz, ha? Huh? Das muss ja wirklich diese Spezielle sein, von dem man geredet hat. Da gab es auch noch eine andere Quest, die ich dann noch machen könnte, aber das später. Erstmals hier. Oh, Lazarus Hauptbahnhof. Hier, bitte. Ich habe außerdem noch einen Guri Geller, von einem Guri Gellersee erfahren. Diesen findet man, wenn... Oh, jetzt muss ich aber dafür zahlen. Ach, Mist. Na, was soll's. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe das zum ersten Mal, diese Quest bestritten, nachdem ich ja, nachdem ich ja bei den einen Tempel in Petzlingen, ja, Petzlingen, glaube ich, war das, oder? Da war das, ja, in Petzlingen, da bei dem einen Tempel, da bin ich auf lauter Guri Gellers gestoßen, die von Guri Gellersee erzählen. Und von Petzlingen Bahnhof aus, oder was, Startenstedt? Das ist gerade nicht mehr was für ein... warte mal. Das ist das Museum. Lang verlorene Liebe. Mimikini. Auf zum Meer. Puh. Schatzjäger werden wir auf jeden Fall noch machen. Ich will erwachsen sein. Das jetzt mit den Käfer. Capo King. Oh Mann. Zu heftig aktuell. Selbst nach den Offscreen-Training. Sir Reggie. Ein wahrer Charmeur.
Die Legende ist am Zug. Was ist denn das mit den Corrigella? Habe ich das schon abgeschlossen? Ach, was auch immer, ist egal, ist egal. So, warten wir mal auf den Zug, bis dass dieser spezielle Zug kommt. Ich hoffe, der kommt bald. Beim Fortunaplatz scheint irgendwas los zu sein. Na? Ah, da ist er, Shogunian. Na also, und ich dachte, ich bräuchte diesen speziellen goldenen Zug. Ah, da drüben ist der Shogunian. Ja, wohin geht er? Warte mal, was macht er mit dem Schwert? Hm, ein Schwert hier? Kann es sein? Willst du mit seiner Klinge halbieren? Was? Sondern du das eindeutig, wir müssen aufhören, bevor es zu spät ist. Richtig. Hey, Shogunian, was machst du? Halt, wenn du weitermachst, wird das verheerende Konsequenzen haben. Hm? Wer ist da? Du bist zwar eine Legende, aber es gibt Dinge, die man einfach nicht tun darf. Genug gejammert, Köter. Was für ein Schurke wagt es, die Meditation des Kriegers zu stören? Ich werde erfahren, was es heißt, einen Samurai zum Feind zu haben. Oh, oh. Was? Wir kämpfen tatsächlich gegen Shogunian. Oh, wir können nicht anwerben. Okay, das geht nicht, aber das wäre es auch noch. Das wäre viel zu krass. Okay, Zeit für ein paar Ulti-Seelen. Oh shit, der ist stark. Komm schon. So, schon mal ein Schimmerschnee. Oh Mann. Ich glaube, ich habe das falsche Team gegen ihn. Ah, er hat eh kaum noch KP. Er ist gleich down. Oh, das war's. Okay. Es hat nur seine Angriffskraft gefährlich gewesen, aber ansonsten konnte ich es mit ihm aufnehmen. Niederlage, wie konnte das passieren? Wir haben es geschafft, wir haben ihn aufgehalten. Ich glaube nicht, dass du irgendwas damit zu tun hattest, Whisper. Sapalot, jetzt wo ich euch aus der Nähe sehe. Ihr seid mir zwar zu viel gekommen, wir entzückend euch hier zu sehen, aber wenn das so ist, habe ich dir gegriffen, die... Oh nein, ich habe Schande für meinen Namen, mein Vermächtnis. Du hast den uns einfach so nichts anzugreifen. Ich bitte euch, euch eine Entschuldigung an. Bitte vergebt mir. Das ist alles nicht wichtig. Du kannst nicht einfach so Züge zerschneiden. Züge zerschneiden? Wovon redet ihr? Ich habe mir nur die wunderbaren Fahrer angeschaut, die hier fahren. Vielen, vielen Zeiten herrliche Züge in diesem Land. Das ist ja herrlich. Als ich ihre stolzen Form bestaunte, erwachte mein Kriegergeist. Ich konnte nicht widerstehen, meine Fähigkeiten hier weiter zu verfeinern. Fähigkeiten verfeinern? Es war anscheinend, war... Es war alles ein Missverständnis. Ich wusste, Shogunian würde niemals seinen Zug zerschneiden. Auch wenn es so aussieht, hat... Sinn hat, als würde er das tun. Ah, was vergessen euch... Muss euch das noch zurückgeben? Eine Freifahrtkarte noch? Du wirst nicht mehr... Verwahr, kurz bevor ihr eingetroffen seid, besät ich einen Menschen und schloss selbst die Stempel really ab. Oh, wirklich? Nun befinde ich mich im Besitz meiner eigenen Freifahrtkarte. Das war schnell. Kein Wunder, dass man sagt, das heißt legendär. Nicht der Rede wert. Jetzt kann ich frei durch die Welt der Züge streifen. Alles dank euch, noble Wohltäter. Ich stehe in eurer Schuld. Bin froh, dass ihr dir helfen konnte. Die Karte zurückkriege. Die Yokai an eurer Seite kämpfen sind auch solch eindrucksvolle Krieger. Ich möchte meine Reise durch die Menschenwelt noch eine Weile fortsetzen. Und dann einen anderen Bahnhof treffen. Es ist meine Ehre, mich noch einmal mit euch zu duellieren. Klar, klingt gut. Und wenn... Durch eine Fügung Schicksal noch einmal besiegt, löst ihr vielleicht einen höchst seltenen Schatz aus meinen Taschen. Höchst selten, hm? Was ist? Sicherlich eine Herausforderung wert. Nun dann, die Zeit ist reif, mein nächstes Ziel zu bestimmen. Welcher Bahnhof ist am besten für den nächsten Teil meiner Reise geeignet? Natürlich! Ich fahre an einen Bahnhof, der eine Ausbeulung am Ufer benannt ist. Ausbeulung am Ufer? Naja, egal, wir haben jetzt diese Quest endlich auch mal abgeschlossen. Boah!
Ich habe viel zu lange damit der Zeit verbracht, irgendeinen Zug herauszusuchen, dabei ist er in einem bestimmten Bahnhof am Fortuna-Platz gewesen. Oh Mann. Dafür gibt es das verfluchte Schwert. Boah. Na? Ah! Das ist ein Bingo. Und eine Silberpuppe. Okay. Wieder plötzlich der Zug verstummt war zu der Zeit. Ja, aber wann kriege ich endlich mal diesen verflixten goldenen Zug? Von den ich mal gesehen habe. Der ist wirklich so extrem random, dass man den gar nicht trifft? Ja, sieht so aus. Meint er damit Stadenstedt? Wo ist er als nächstes hingegangen? Stadenstedt, hä? Es gibt also einen Schatz von ihm, hä? Das klingt gut, dann sollten wir ihn direkt mal aufsuchen. Ich begebe mich am besten offscreen gleich hin. Okay, Leute, ich habe hier im Bahnhof abgeklappert. Ich kann ihn nirgends finden. Vielleicht ist doch dieser Glückszug gemeint gewesen, den ich bislang immer noch nicht triggern konnte. Was soll's, wir können mal gucken, ob wir dieses Schwert fusionieren können, das wir gerade bekommen haben. Wo ist es denn? Wir haben doch das verfluchte Schwert gekriegt. Oder Moment, ist das etwa ein spezielles Item für Shogunian? Warte mal, Ausrüstung, wo ist es denn? Hier. Tatsächlich. Verfluchtes Schwert und verfluchter Schild. Au. Oh. Es ist kein Fusions-Item. Verstehe schon. Ja, gut. Es ist auch wirklich sehr anstrengend gewesen. Das Video ist schon über 1 Stunde 45 Minuten lang. Oder 46 Minuten lang, zumindest die Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lang das Endergebnis sein wird, aber ich beende es trotzdem an der Stelle. Und wenn es trotzdem so gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Und ich brauche jetzt eine Pause von dem, weil ich verbringe viel zu viel Zeit mit Herumsuchen und was auch immer. Und das strengt ganz schön an. Ich hoffe, das macht euch nichts aus und wir gucken dann ab dem nächsten Part uns andere Quests an, die ich jetzt noch entdeckt habe, weil zum einen hat Whisper noch eine weitere Quest für uns. Die wollen wir uns auch noch angucken. Und ja, ansonsten weiß ich jetzt nicht mehr, was wir da noch alles haben, aber... Ah ja, stimmt, die Schatzsuche. Und die Schule. Okay, also danke fürs Gucken und bis zum nächsten Part von Let's Play Yokai Watch 2, geistige Geister. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!